Schönen guten Abend miteinander. Es freut uns, dass so viele Leute da sind. Wir hätten heute das Saal zweimal verkaufen können, aber das ist ja genau das Schöne an einem Festival, dass man früh genug dran ist. Und ja, uns freut es verrückt, dass ihr alle da seid. Aus nah und fern, wie wir bei der Vorverkaufsstatistik gesehen haben. Zuallererst möchte ich unseren Partner und Sponsoren danken. Ohne die hätte es nicht funktionieren. Brauerei Vorenburg aus Bludenz, die Raiffeisenbank Hohenems, Käse Moosbruck aus Mäder, Lexo Shirts, die schönen Shirts gesponsert, dann die Vorarlberger Nachrichten und die zwei Förderpartner, das Land Vorarlberg und natürlich die Stadt Hohenems. Ja, wir haben heute ein tolles Programm, das muss man sagen, dahinter stehen schon zwei, die ein bisschen nervös sind. Und das ist schon gut, das braucht man, das Kribbeln im Bauch. Ihr seid die Glücklichen, die das heute alle quasi erleben dürfen. Aber wir haben heute noch einen noch glücklicheren, hoffe ich, weil man glaubt es nicht, in diesen 5 Jahren, wo es jetzt den Löwensaal gibt, haben wir jetzt heute den 111.000. und 111. Besucher da. Und dazu möchte ich jetzt der Klaus Gasser, der Saalmanager, auf Bühne bitten. Er hat da Zelt und er hat, glaube ich, auch jemanden gefunden. An dieser Stelle möchte ich auch euch, eurem Team, herzlich danken. Wir haben immer tolle Zusammenarbeit und ganz hervorragend natürlich unser guter Geist, der Mario Ammann. Er hat gestern Geburtstag gehabt und trotzdem hat er da, als ob nichts gewesen ist. Happy Birthday! Klaus, du bist dran. Danke, Dieter. Schöner guten Abend hier von mir. Toll, dass so viele Leute da sind. Ich habe gehört, wir haben ja ein Jubiläum. Der 100.000. Besucher haben wir leider versummt. Ich habe vorher jemandem eine rote Karte gegeben, der die eine Welle hat. Wenn man gemeint hat, man soll einen Blödsinn machen. Jetzt hätte diese Dame, das weiß ich, dass sie eine Dame ist, und das ist eine Schweizerin, auch das weiß ich. Und ich habe gesagt, ich soll sie rausführen, wenn sie nicht führen kann, auf die Bühne bitten. Wir haben eine kleine Überraschung. Und für die möchte ich auch dem Dieter Danker, da ist er auch mit beteiligt. Der Löwensaal hat im Februar, Ende Februar 2011 eröffnet. Wir haben gerechnet eigentlich, dass wir 100 Veranstaltungstage im Schnitt in den ersten 5 Jahren haben. Wir haben das Doppelte, wir haben 200 Veranstaltungstage. Ich möchte mich bedanken bei allen Veranstaltern, die den Saal nutzen, seien es Hochzeitsgäste, seien es Festivalveranstalter, seien es Firmen in Hohenems, die auch Seminare etc. machen. Also 2/3 der Buchungen sind Kulturveranstaltungen, die wir hier haben, und Seminare von Firmen. Viel mehr möchte ich nicht aufhalten. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit. Der Dieter fragt jetzt noch, wie die Dame heißt, und ich hole es dir will. Habe ich nicht gewusst, aber ist egal. Ja, wir wissen schon, dass sie aus der Schweiz kommt. Aus der Schweiz, ja. Ursula Weder heisst sie, kommt von der Au. Ja, und bin heute zuerst mal da. Und? Das könnte ja eine ganz böse Frage stellen, oder? Weil die Schnorrerwackler würden das sicher auch irgendwie thematisieren. Haben sie gleich hergefunden? Ja. Ja, ich kenne Hohenems, klar. Voilà. Noch ganz kurz, ich würde sagen, ich kriege die rote Karte wieder für einen. Tausche Ananas gegen Banane. Und für Sie haben wir einen schönen Blumenstrauß und spendiert vom Alsdialekt einen Pass für das nächstjährige Festival, wo Sie alle Veranstaltungen besuchen können. Viel Spaß noch heute Abend. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen ganz tollen und einen schönen Abend, was ihr sicher haben werden. Viel Spaß, vielen Dank. Danke, Dieter. Danke, Klaus. Und jetzt geht es nochmal lang. Jetzt nur noch kurz Werbung in eigener Sache. Morgen ab 13.30 Uhr gestochen Bock, Preise Asser. Ein Klassiker bei uns. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Und am Abend Zündschnur und Band. Kennen wir wahrscheinlich auch. Stemmeisen und Zündschnur ist die Nachfolgetruppe. Also absolut sehen- und hörenswert.
Jetzt kommen gleich unsere beiden Helden, Schnorrerwackler. Ich habe es auch Hühner nicht gesehen, ich bin extrem gespannt. Und danach, und das freut uns auch sehr aus dem Unterfu, Kruthobel. Und sie haben heute auch eine Premiere, weil sie spielen heute das erste Mal, sie nennt es Unplugged, Akustik on, Strom off. Und das ganz Tolle ist, bei der Geschichte werden dann auch noch ein paar Hohen nehmen, so mitwirken. Ganz lässig, als ob man das geplant hätte. Aber jetzt genug geredet, Bühne frei für die Schnorrerwackler. Viel Spaß euch allen. Okay. Servus! Oh, kennst du mich nicht mehr? Ja klar, du bist doch der Dings da! Ja, wir sind doch zusammen in Glasgow in den Schuhen! Ja, ja, das ist schon lange her, ja, das ist ja verrückt, ja! Ja, das ist jetzt ein besonderer Zufall, ja, dass wir da... Aber jetzt, wenn ich so die Outfit anschaue, hast du die vielleicht in der Abteilung von da? Oh nein, Gott, das tut mir jetzt direkt leid für dich. Jetzt muss ich aber noch mal schauen, ob du da schon richtig angeschlossen bist. Jetzt. Der Wahnsinn. Der war heiß war ein Dampfbad, dass man gerade Technik miteinander hat. Dass man gerade alles putzt bei Gott. Ja, sag. Nein, das tut mir jetzt direkt leid für dich. Nein, dass du da in der Hölle. Also. Ach Gott, ach Gott. Ja, und was tust du jetzt da haben im Himmel, lieber Luschnauer? Ja, gegen einen Ausflug. Wir haben, oder wo ich in die Hölle runtergekommen bin, habe ich einen kleinen Haufen Luschnauer kennt. Freund. Verwandte, Bekannte, Politiker, ein Haufen. Und natürlich, wollte ich noch mal ein Foto machen. Und natürlich ein Haufen Jahrgänger. Und eben mit denen macht man halt auch mal im Jörli macht man einen Ausflügel. Ein Ausflügel? Ja, schön, ein Ausflügel, schön. Und jetzt schauen wir in dem Fall einmal den Himmel an. Ha? Na ja, man hört ja so einiges, wenn es da einmal so sein soll, oder? Man redet einen Haufen in der Hölle, oder? So haben wir gesagt, jetzt machen wir uns gleich einmal ein Bild von dem Ganzen. Du, aber weißt du was? Emser, ich habe gerade ein kleines Bauchweh. Könntest du mir nicht ein Schnäpsli oder ein Likörli oder ein Magenbitter? Lass an die Ohren wachsen, komm. Was, ein Schnäpsli? Ja. Also nein. Nein, Gott, ich kann mir vorstellen, du kriegst da drinnen wahrscheinlich nur so einen grusigen Vorlauf, gell, wo von der Zunge bis im Magen abbrennt, gell? Ach Gott, ach Gott. Nein, aber Schnäpsli, das haben wir, da haben wir nicht, gell? Nein. Aber ich weiß, was dir sicher hilft. Du kannst mit mir Hosianna singen. Warte, ich spiele davor. Schrumm, schrumm, schrumm.
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna. Es wird ärger. Mein Gott, du tust mir gerade ein kleines Lot. Ach Gott, du musst nicht da in der Hölle sicher Hölle, Qualen leiden, ha? Ja, der sind wohl Hölle, Qualen, das kann ich sagen. Du. Mein Gott, nee, der ist nicht lustig. Letzten Samstag, oder, sind wir daheim am Fernsehen, oder, also in der Hölle drin. Und dann läuft, auf dem einen Kanal läuft ein Match von der Harder Handballer von Harder Tümpfel. Oder? Und auf dem anderen Kanal läuft zeitgleich ein Match vor Footballer, vor Cineplex Blue Devils. Oder? Jetzt habe ich nicht mehr gewusst, was ich anschauen soll. Bei Gott, der ist wahnsinnig gewesen. Also das. Also, Football und Handball? Und das Ganze muss ich dazu sagen, oder? Wir haben dann nur 2 Meter Flatscreen. Oder mit einer gehörigen Dolby Surround-Anlage kriegt jetzt letzte Woche. Und der ist natürlich doppelt bitter, wenn du da hin und her schaltest. Oder? 2 Meter Flatscreen. Heimki. Ja, nein, das ist ein Problem, wir haben wir nicht daheim. Gell? Nein, wir sind da völlig frei von allen Lastern und können uns ganz dem Hosianna singen widmen. Schlumm, schlumm, schlumm. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna. Oh mein Gott, Emsel, lass doch gut sein, weil Gott, du bist ein kleines viel. Ein kleines viel singen wir schon daheim. Apropos Johanna. Wir haben das auch mit den Weibern daheim. Ich habe gehört von einem Urlauschnauer, der hat mir in der Hölle erzählt, dass im Himmel jeder Mann zwischen 77 Jungfrauen auswählen darf. Das ist ja Wahnsinn, bei Gott. Wir in der Hölle haben wir gerade 3, 4 für jeden und deine rochen alle. Gottes Willen, also. Erstens ist das mit den 77 Jungfrauen im Islam so, also, Gottes Willen. Und zweitens, und nicht da bei den Christen, gell? Und zweitens haben wir daheim im Himmel, da gibt es für alle nur noch die geistige Liebe. Und das ist das Schönste, was es gibt. Schrumm, schrumm, schrumm. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Schrimm, schrimm, schrimm. Pip, pip, pip. Pack dich mal her, das Klump. Bei Gott, weißt du, das für ein Modell? Ah ja, da ist wieder so ein Lehrzitter von dir, Emser. Hast du schon gesehen, das ist der Bruchte. Bruchte. Mein Mann, und was hast du da für einen, was ist das, ein Fotoapparat? Du, das ist momentan das beste Modell auf dem Markt. Hat dann etwa 2,5 Milliarden Pixel. Und ein 1000-fach Zoom, oder? Da zoome ich also vom hintersten Winkel von der Hölle. Zoom ich also gestochen scharf auf Wolke 7 auf. Ja, das ist ein Wahnsinnsmodell. Musst ja, mit 2000 Euro musst du also schon rechnen. 2000? Für den Akku. Es ist alles der gleiche Schnorrenwachtel wie früher. Halleluja. Ja, apropos Halleluja. Da, seit der Vincent, mein Bub, der neue Eventmanager, ihr hört du nicht, den hat er nämlich auch geputzt vor kurzem. Haben wir ein Wahnsinns-Szene-Open-Hell. Oder der ist wahnsinnig da. Und da spielen dann auch Bands und wir singen dann abends so die Lieder von Bands mit. Also da sind wir schon auch gleich im Singen in der Hölle. Was? Ihr habt Konzertle da in der Hölle? Ja, letzte Woche hat AC/DC gespielt. Der ist ganz toll gewesen. Da haben sie Hells Bells gebracht. Und ich bin in der ersten Reihe vorn gestanden und habe gleich aufgezogen. Per Zugabe habe ich mir dann gleich Highway to Hell gewünscht. Das ist mein Lieblingslied. I wanna highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell.
jetzt muss ich aber gleich noch mal nachfragen. Du redest da schon von der Hölle, oder? Wo alle denen sind, die im Leben nicht so brav waren, gell? Das kann doch nicht so lustig sein, lieber Luschnauer. Hey, mein Gott, der ist so neu. Ja. Hey, Gott, der ist nicht lustig. Alles andere als lustig, sagt der Emser. Musst dir vorstellen, da musst du jeden Tag zwischen 3-5 Gang-Menü auswählen. Also, da ist. Da war ich nicht, soll ich jetzt das blutig gebratene Steak nehmen? Soll ich der dampfgegarte Seeteufel nehmen? Oder soll ich das Röstgemüse nehmen? Mit dem Chili drin, oder? Das Fleisch, Fisch, vegetarisch, bei Gott, jeder Tag soll der Stoß, weil das ist der Wahnsinn. Wie bitte jetzt? Das heißt, ihr kriegt da alle Tage ein 5-Gang-Menü nicht, oder? Nein, nicht gar nicht. 2 5-Gang-Menü eigentlich, oder? Weil es mit Tag und Sabbat gibt das Teich, oder? Und am Morgen, weil wir standen alle miteinander nicht gern auf ihr Hölle, haben wir quasi einen kleinen Brunch, oder? An einer gehörigen Tafel, 5-6 Meter. Und dann brunchen wir halt gleich drauf los, oder? Dann haben wir, bei Gott, was haben wir denn da? Schinken vom Bioschwein vor Höllischen Alp. Oder ein Schmelzkäsle, geht doch den auch, oder? Oder ein geräucherter Lachs haben wir auch, ganz fein, oder? Und ein kleines feuriges Salami. Und zum Schluss trinken wir aus also einer halben 12, geht doch den noch Feuerzangenbowle, was? Der ist wahnsinnig. Wie dumme Versäckel, oder was? Jetzt, wenn ich dir so zulasse, dann haben die da dumm in der Hölle. Quasi mehr oder weniger nur frei und fressen und zupfen, oder wie? Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Service. Aha. Der ist jetzt nicht so schlecht, aber bei Gott, das wird jetzt wohl nicht. Der ich auch nicht haben, was wir da haben im Himmel so hört, weil der muss ja ganz verrückt sein. Oder? Da redet man auch einen Haufen in der Hölle. Jetzt muss man aber schon noch erzählen, Emser, was gibt das so bei dem, steht ja der Bibel drin, oder? Bei dem himmlischen Gastmahl, der muss ja verrückt sein. Was kriegen die da zuerst? Ja, also wir haben da schon ausgezeichnete Sachen. Wir haben ja bei uns da das Himmelsbrot, das Manna, gell? Ja, das ist richtig gut, wenn man sich einmal an den Druck, den Geschmack gewöhnt hat, gell? Ja. Nein, wir haben ja am Morgen kriegen wir aber das Manna, gell? Und am Mittag kriegen wir das Manna. Und zum Abend kriegen wir den. Kriegen wir das Manna. Ja, zum Trinken brauchst du eigentlich gar nichts mehr, ne? Oh, mein Gott, ich darf ja gar nicht wahr sein. Ja, wenn man da jetzt erzählen, dass ihr im Himmel bitchen, den ganzen Tag, Jahr in, Jahr aus, bloß Brot essen. Oh, ich dich verrückt. Was ich noch da für Manna da haben, wo nicht einmal etwas Gescheites zum Essen auf den Tisch bringen, bei Gott, das ist ja Wahnsinn, ne? Der geht das ja gerne. Du, für was bist du im Himmel? Ja. Zum ein kleines Singen und zum wirklich hin und her fliegen. Bei Gott, ich kann es ja wohl nicht sehen. Der hat mir das abgegeben. Mein Wahnsinnig. Der gut Essen. Der Teufel ist gut die Wien. Und das sehr braute, dunkelrote Bier. Was? Oh, ein sehr brautes Bier hat er auch noch? Ja, das ist jetzt aber wirklich zu viel. Warum bin denn ich im Himmel da? Schrumm, schrumm, schrumm. Halleluja! Ein selbbrautes Bier, Fernsehen, Sportkanal, Football, Handball. Halleluja! Ausflug, Open-Air-Konzerte. Halleluja! Luja, Halleluja! Du Emser, ich rede da ungern drin, gell? Bin in einer kleinen Konferenz. Aber. Wenn du so weiter schreist, dann wacht deiner Chef auf. Den hat im Reiseführer Gläser erhöht und den ist auf der nächsten Wolke daheim. Und jetzt wird immer da, kannst du ruhig weiter schreien, weil wenn er wach ist, dann krieg ich mal ein gescheites Bild von ihm. Ich traue nämlich den ganzen Bilder, ihr Kilker traue ich einfach nicht. Weißt? Jetzt gehen wir mal schauen, wie der ausschaut. Naja, dann du noch schauen. Und Mensch, dann wacht er halt auf, Herrgott einmal. Ich kann nur. All das, ihr deppete Singerei. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gesungen. Aber nicht so viel. Und Gitarre spielt schon gerne nicht. Luja, Luja, und ich sehe den Fix, Halleluja. Ja, wer schreit denn da so umeinander? Du, Petrus,
Was ist denn da für ein Rotzbub, Hammer? Rotzbub, jawohl. Rotzbub. Ich hab gemeint, wir sind da im Himmel. Und dann kriegen wir nicht mal was Gescheites zum Essen. Bloß immer das furztrockene Himmelsbrot. Ich kann das Männer nur sehr. Ich hab die Schnauze voll. Hast du gehört, lieber Gott? Ich will nur. Ich will fort von da. Ich will abe in die Hölle. Aha, ein Emser. Nun, Emser, ich hab schon gesehen, dass ich keinen Wert mit dir da habe. Du darfst unter anderen Bedingungen gehen. Du musst mir in Form von einem Brief meine göttlichen Ratschläge an der Emser Stadtregierung überbringen. Und wenn der Brief im Emser Rathaus abgeherrscht, dann kannst du von mir aus reingehen, wo du willst. Wirklich? Danke, lieber Gott, ich darf wirklich gehen. Danke, danke, ich darf gehen. Was ist das mit dem Brief gewesen? Was? Ich darf in die Hölle gehen. Ein selbstbrautes Bier, Fernsehen, Football, Handball, Ausflüge, Konzerte, Weiber. Wo geht's in die Hölle? Wo? Oh mein Gott, ich denke wahnsinnig. Was man dem Emser als erzählen kann. Wer hätte denkt, dass da so schnell ein Plätzchen für mich frei wird. Hosianna, bei Gott. Hosianna. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus unserer neuen Zentrale von Aktenzeichen XY zum ersten Mal live aus dem Hohenemser Löwensaal. Und wir hoffen, dass wir mit Ihrer Hilfe die nun folgenden ungeklärten Verbrechen aufklären können. Zum ersten Fall. Es handelt sich um eine größere Menge, genauer gesagt um 2000 Tonnen minderwertige Pflastersteine, die von gesamt 50 LKWs am Montagmorgen vor dem Hohenemser Rathaus unsachgemäß abgeladen worden sind. Eine erste Spur führt die Polizei von Hohenems nach Bombay in Indien, wo nun ein besonders schwerer Fall von Beihilfe zur Kinderarbeit vermutet wird. Meine Damen und Herren, wir schalten daher nun direkt nach Bombay zu meinem Kollegen Anthony Balalulala Lalulala Parambil. Ja, einen schönen guten Abend. Hier direkt aus India, Bombay. Ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wir Inder, wir sind sehr froh, dass Hohenems so viele Pflastersteine braucht. 2000 Tonnen Pflastersteine. So viele Pflastersteine haben wir das letzte Mal nach Europa geschickt, als in Rom der Petersplatz gepflastert wurde.
möchte herzlichen Dank sagen von allen Inder für die großzügige Bestellung aus Ohren. Aber Herr Kollege Balalulalalulala Parabil, es soll sich ja bei dieser außerordentlichen Bestellung um einen schweren Fall von Kinderarbeit handeln. Was haben Sie herausgefunden zum Vorwurf, dass die Steine von Kindern hergestellt wurden? Ja, Herr Zimmermann, Kinder arbeiten viel billiger. Die Steine mussten deluxe sein und very, very günstig. Das heißt, sie mussten billig sein, viel billiger als die Steine zum Beispiel vom Steinbruch in Hohenems. Aber ich kann Ihnen versichern, wir haben, ich schwöre Ihnen bei Gott, wir haben keine Kinderarbeit bei uns in Inde. Vielen Dank, Herr Kollege, für Ihre Auskunft und die kooperative Haltung. Und wir verabschieden Sie mit einem Gruß nach Bombay. Einen schönen guten Abend nach Hohenems. Ein Hinweis in eigener Sache, meine Damen und Herren. Falls Sie touristisch in nächster Zeit mit Ihrer Familie in Indien unterwegs sein sollten, bitten wir Sie um besondere Vorsicht für Ihren Nachwuchs, da die Vermutung besteht, dass die Großbestellung aus Hohenems zu einem Mangel an Kinderfacharbeitern in der Region geführt hat. Meine Damen und Herren, das bringt uns zum zweiten Kriminalfall, dem wir von Hohenems aus auf der Spur sind. Gestern zwischen 21 und 9 Uhr abends wurde ein führerloser Eisenbahnwaggon mit einer brisanten Fracht im Hohenemser Bahnhof sichergestellt. Es handelt sich bei der Ladung um 7 Tonnen reinstes Marihuana mit einem Marktwert weit über 100 Millionen Euro. Konrad Plenz in Zürich, können Sie uns bei diesem Fall weiterhelfen? Ja, einen schönen guten Abend hier aus Zürich nach Hohenems. Ja, 7 Tonnen Marihuana. Über solche Labalien, die berichten wir hier in der Schweiz eigentlich gar nicht mehr, nicht wahr? Das ist ja nicht einmal der Jahresverbrauch meiner Redaktion hier im Studio. Vielen Dank, Konrad Plenz aus Zürich. Wir schalten nun nach Amsterdam zu meinem Kollegen Erik van der Tüten. Herr van der Tüten, können Sie uns bei der Aufklärung, wo dieser Drogenwaggon herstammt, weiterhelfen? Ja, schönen guten Abend hier aus Amsterdam nach Hohenems. Mein Name ist Erik van der Tüten. Ja, 7 Tonnen Gras, was soll ich sagen nun? Meine Großmutter hat letztes Jahr 2 Tonnen angebaut, nicht wahr? Tja. Aber in der Tat, der Waggon stammt aus Amsterdam, das ist richtig. Und zwar ist das ein Gastgeschenk von den vielen holländischen Urlaubern, die nach Vorarlberg kommen. Und wir Holländer haben uns gedacht, dass aufgrund der politischen Situation in Hohenems das ein guter Standort für diese Waggon wäre. Vielen Dank, Herr Kollege van der Tüten, für diese Auskunft. Nun scheint dieser Fall ja geklärt. Wie wir aus Insiderkreisen erfahren durften, wird die gesamte Ladung nun an einem besonders sicheren Ort in Hohenems im Rathaus zwischengelagert. Das führt uns zum nächsten Fall, meine Damen und Herren.
wie uns von internationalen Wahlbeobachtern zugespielt worden ist, sind offenbar bei den letzten Gemeinderatswahlen Unregelmäßigkeiten in Hohenems bei den Wahlkarten festgestellt worden. Herr Kollege Wladimir Koruptikow aus Moskau, Sie haben Erfahrung mit solchen Vorkommnissen? Nostrovje, Eddie. Wir in Moskau, wir verstehen nicht die Hysterie für die Wahlkarten.